So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn, Waging of Blood. Dann lade ich doch einfach mal den Spielstand und diesmal habe ich mir auch einen Timer gestellt, dass es nicht zu lange geht. Und ja, das letzte Mal war es ziemlich Textbox-lastig. Aber ich wollte jetzt da auch nicht zu viel bis dazwischen reden, weil ich die gute Story nicht versauen will. Und deswegen habe ich es einfach nur vorgelesen, im Großen und Ganzen. So. Da haben wir Aska. L.A. Falsche Stimme. L.A. Bah, auch wieder falsche Stimme. Elaine, geliebte Elaine, wie lange kenne ich dich schon? 5 kurze Jahre und ich liebe dich mehr als je zuvor. Nun komme ich schon in diesen Kerker 5 Jahre lang regelmäßig, um dich zu bewundern. Und nie hast du mit mir geredet, doch ich weiß, dass du trotzdem so empfindest wie ich. Wenn es doch nur ein Heilmittel gäbe. Durch dich gewinnt das Menschliche in mir an Kraft, verhindert, dass das Tier in mir mit mir die Kontrolle über mich gewinnt. Deine Liebe macht mich stark. Oh Gott, ich will hier raus! Hast du was gesagt? Elender stinkender Mensch. Die Wache kommt. Ich komme später wieder, mein Schatz. So, ihr dreckigen Irren. Heute gibt's als Besonderheit mal kein Essen. Und wehe, macht irgendeinen Lärm. Dann gibt's was mit der Peitsche. Irgendwann wird diese Wache dafür bezahlen. Aber jetzt noch nicht. Och, ist das super. Schon wieder Charaktervorstellung. Elaine Frinja. Elaine ist eine sehr junge und hübsche Dame. Genau wie die Molana oder Aisha. Und doch meinte es das Schicksal mit ihr schlecht mit ihr. Man fand sie eines Tages bewusstlos in einer Stadt. Niemand wusste, woher sie kam oder wer sie war. Keiner kannte ihren Namen. Die Menschen sahen nur ihren hilflosen Körper am Stadtrand. Ein Arzt holte sie in sein Haus und fing an, sie zu pflegen. Doch es half nichts. Elaine blieb weiterhin ohne Bewusstsein. Nur ein Kopf? Okay. Die Leute begannen von einer Krankheit zu reden, die bald alle Bewohner anstecken würde. Kurze Zeit später erwachte sie urplötzlich aus ihrem Koma. Doch sie konnte sich an nichts erinnern. Sie war nicht einmal mehr in der Lage, klar zu denken. Das Sprechen blieb ihr völlig versagt. Die Bürger in der Stadt waren ebenso ratlos wie der Arzt. Was ja nicht verwunderlich ist. Immerhin ist der Arzt und nicht die Bürger. Ihre Unfähigkeit, klar zu denken und zu reden, bestätigte die Bürger nur in ihrem Glauben, dass es sich um eine Krankheit handeln müsste. So kam es, dass Elaine aus dieser Stadt verbannt wurde. Sie wurde nach Shanna gebracht, wo sie nun im Irrenhaus ihr Dasein fristet. Zusammen mit anderen angeblich kranken Menschen, deren Symptome ebenso unerklärlich sind. Einzig und allein eine Kette mit ihrem Namen hält sie davon ab, zu glauben, sie hätte nicht mehr existiert. Oder nie existiert. Asghar Serran. Ach, das ganz bekannte Bild. Asghar ist ein Vampir. Geboren vor 400 Jahren in einer Zeit, als Vampire das Land überfluteten.
Seine Eltern wurden von Vampiren getötet und er selber wurde von einem gebissen, so dass er nun als Untoter verflucht sein Dasein fristet und durch das Land streift. An seinem ersten Tag als Vampir schwor er, seinen Schöpfer zu vernichten. Doch er musste diesen Kampf verschieben, da in diesem Jahrzehnt der große Kreuzzug gegen die Vampire begann. Dieser Kreuzzug stand unter der Kontrolle des Priesters Vincent Veinard. Fast alle Vampire wurden vernichtet, und die wenigen, die diesen Kreuzzug überlebten, verbrachten ihr weiteres Leben im Geheimen, vor Angst eines erneuten Massakers. Doch die Zeit verrann, und Vincent Veinard wurde älter und starb. Asgard sah jetzt seine Zeit gekommen und suchte seinen Schöpfer, um ihn zu vernichten und damit seine Seele zu rächen. Doch bisher blieb seine Seele Suche erfolglos. Seine Seele blieb erfolglos, ja. Wieso? Wie man später erfahren wird, genießt er eigentlich das Leben als Vampir und trotzdem will er den vernichten, der ihn dazu gebracht hat, der ihn dazu gemacht hat. Wieso? Er unterbrach sie, um sich eine feste Unterkunft zu suchen. Er kam zu einem bewohnten Schloss auf der Spitze eines Berges. Nachdem er die bisherigen Bewohner getötet und versklavt hat, erkundete er die Umgebung dieses Schlosses. Eines Tages kam er nach Shanna, wo er Elaine traf. Sie ist unheilbar krank, kann nicht sprechen und ist häufig von unkontrollierbaren Krämpfen geplagt. Was es mit dieser Krankheit auf sich hat, erfährt man auch noch. Ich weiß jetzt nicht, ob gegen Ende von diesem Teil oder am zweiten Teil. Aber man erfährt es auf jeden Fall noch. Überwältigt von ihrer Schönheit wuchs der letzte Funke Menschlichkeit in ihm und er verliebte sich ungewöhnlicherweise in sie. Seitdem besucht er sie regelmäßig in ihrem Gefängnis und sucht ein Heilmittel für ihre Krankheit. Asgard bekam bei seiner Geburt als Vampir die dunkle Gabe, sich in einen Schatten zu verwandeln, was ihn für alle Lebewesen unsichtbar macht. Auch ist er als Schatten in der Lage, durch Gegenstände hindurchzugehen, wodurch er überall hingelangt. Das ist praktisch. Ja, jetzt bin ich Asgard. Ein Vampir. Achtung, hier befindet sich das Irrenhaus. Betreten auf eigene Gefahr. Die sind nicht alle Irre da unten. Wenn da eine Irre ist, dann ist es diese Wache. Wow. Die jagt einen weg. Cool. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Wieso flieht der? Der könnte den einfach kurz niedermetzeln, eine Lane rausholen und gut ist. Ich sollte besser im Moment nicht in den Kerker. Meine Kräfte sind zu gering, um mich jetzt unsichtbar zu machen. Oh, es wird Nacht, habe ich das Gefühl. Die Kerle dort unten im Irrenhaus können einem wirklich leid tun. Eingesperrt nur, weil sie anders sind als wir. Naja, ein bisschen verrückt sind die schon. Ach, ich komme nicht hoch genug für eine Frau. Egal. Also, um eine Frau zu sprechen. Wenn diese Schlampe noch einmal behauptet, mein Liebling sei verrückt, dann gnade ihr Gott.